Ja, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum besten Spiel des Jahres 2015. Herzlich willkommen zu Fallout 4. Herzlich willkommen damit auch zu meinem Let's Play von Fallout 4. Es ist endlich soweit. Dienstag, der 10.11.2015, Deutschland, Mainz. Hier wird Geschichte geschrieben. Vergesst den Mauerfall. Vergesst den Zweiten Weltkrieg. Vergesst die Landung auf dem Mond. Vergesst die Erfindung des Buchdrucks. Fallout 4 ist da. Oh mein Gott. Es ist soweit. Fallout 4. Ein Abenteuer so groß, dass man es gar nicht fassen kann. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen, die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Damit nochmal auch hier herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 4. Unfassbar, dass man diese Maus, dass man diese Zahl sagen kann bei Fallout. Es ist unglaublich. So, und jetzt sind wir hier bei der Charaktererstellung. Klar, Fallout typisch, kennt man. Und, ja, da, ich nehme mal wieder, wie in jedem Fallout, wie in jedem Rollenspiel, einen Typen, der halt aussieht wie ich,
sag ich mal. Und das, oh mein Gott, allein die Charaktererstellung, wie geil die die gemacht haben. Scheiße. Das haben sie sich aber von Sims 4 abgeguckt, wie, ja. So attraktiv. Wie man es nicht besser machen kann. Ach du Kacke. So, was haben wir denn hier für Frisuren? Bootcamp, Halbglatze, Midlife Crisis, Ombre. Wunderschöne Frisuren. Auch hier den Trevor haben wir auch dabei. Und, ach, guck mal. Ah, perfekt. Ja, so sehe ich aus, tatsächlich. Die neue Frisur steht mir wirklich. Ja, finde ich auch. Alter, und dann, dass die Charaktere vertont sind. Also der eigene Charakter, dass der so geil, mega, abgehend geil vertont ist. Gefällt mir. Ein absoluter Traum. Das ist. Also, es geht nicht besser. Es geht nicht besser. Fallout, ihr habt. Was meinst du, Schatz? Schelmisch schön oder schön schelmisch? Ihr habt einfach einen Traum gemacht. Es gibt nichts Besseres als Fallout. Und ich sehe echt gut so aus. Eine süße Nase. Ja. Allein die Charaktere, ey, das ist so genial gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ja, finde ich auch. Ich habe einen eher schmalen Hals, so. Da kann sich auch ein Sims 4 dran messen, tatsächlich. Ja, das ist, In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Makel, Schaden, was? Extras, kann man da? Achso. Das ist alles. Achso, ja, Geschlecht machen wir. Körper. Nein! Ne. Ne. Das ist jetzt ja. Scheiße, du kannst die Körpergröße machen und alles. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein. Alter, wie geil ist Fallout, bitte? Wie geil ist Fallout, bitte? Sag's mir. Ja. Nein. Ich fass es nicht. Nora ist unsere Frau. Wir sind hier in der Apokalypse. Alles ist schön. Wir schreiben das Jahr 2077. Wir können die Türen schließen. Sich hier in der Welt von Fallout zu bewegen, ist mega. Wir können die Miele Waschmaschine nutzen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Nicht von Miele. Bitte. Das ist eine Miele Waschmaschine. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Ah, wunderbar. Da haben wir noch eine Glühbirne. Ich dachte, die wurden abgeschafft 2008. Schiebetüren, geil. Solche kleinen Details, das ist einfach mega übertrieben, mega geil. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Oh. Sollten wir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Auch dass der zu allem was zu sagen hat, das ist einfach so übertrieben geil. Hm. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Oh ja. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ja, das ist die Frage. In Fallout New Vegas hätte der jetzt jemanden beim Sex beobachtet. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Oh, setzen wir uns mal hin. Ja, die Animation ist Fallout-typisch. Ach, das ist ein Traum. Ach ja. Oh, ich liebe... Du bist special. Nein, das Buch aus Fallout 3. Wie genial ist das denn? Ein Schrank. Ja, ein wunderbarer Schrank. Sowas habe ich auch bei mir im Zimmer. Oh, Babymobile, ich finde die so schrecklich, ne? No. Das ist die Musik aus Fallout 3. Das ist die Musik. Die haben an solche Details gedacht. Mir geht hier gleich einer ab. Ich habe hier gleich weiße Flüssigkeiten in meiner Hose. Alter, oder sowas, dass dieser solche Szenen einbauen, dass wir mit Sean spielen können. Scheiße.
Scheiße, Mann, ey. Alter. Das Radio. Die Uhr? Schon wieder kaputt. Ja, aber was nur mal eine A Lange und Söhne kaufen. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ehrlich. Das kann ich übrigens, ne? Ich habe in der Schule gelernt, wie man das entwickeln lässt. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Wie ein Polunder geht doch immer. Boah, ich liebe Polunder, ne? Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Ja. Da ist was dran. Vor allem, wenn du. Wir können springen. Wir können springen. Vor allem, wenn man Fallout gespielt hat. Machen wir mal Special. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Achso, ich dachte, wir können jetzt Special machen wie in Fallout 3. Wäre mir so genial gewesen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. 78,6 Grad Celsius. Oh. Perfekt gebrüht. Oh ja. Und die neue Zeitung gerade reingekommen. Sie sind ein Traum, der Mann. Jura-Diplom. Ich bin so stolz auf Sie. Achso, Sie. Ich dachte, wir. Die guten alten USA. Ja, ehrlich. Die Vereinigten Staaten von Amerika mit 18 Staaten. Ein Holoband abspiegelt. Ein Fernseher. Da läuft sogar... Ah, unsere Frau ist im Fernsehen. Im Fernsehen, ja, ja. Hat die denn hier liegen lassen? Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe... Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Ja, am Anfang mal nein. Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ich will nicht wissen, was der jetzt macht. Wenn der gleich wirklich mit dem Spiel, mit dem Ding arbeitet. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Cotsworth. Hey, Cotsworth. Lassen Sie das Geschirr ruhig stehen. Ich kümmere mich darum. Also ich will so ein Ding auch bei mir haben, ne? Ich will das in meiner 18 Quadratmeter Wohnung haben. Ganz ehrlich. Grognak. Grognak, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Oh, jetzt ein Kaffee. Ich habe hier nur eine Cola stehen, eine Nuka-Cola. Mm. Kannst du aufmachen? Ja, aber natürlich. Der Vertreter, der kommt jeden Tag. Ja, ich befürchte es. Hm. Immer nur das gleiche Zeug. Warum haben wir in die Zeitung zweimal? Hey, Schatz. Machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Na wunderbar. Wir kaufen nichts. Zuckerbomben. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Ja, jetzt stell dir doch mal vor, du machst das in den Raketenantrieb rein. Oh, die Milch wurde geliefert. Dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Na, ich muss mir erstmal die Wohnung angucken. So ein Vertreter kann warten. Oh mein Gott, New Coca-Cola. Coca-Cola, eiskalt. What's a Salisbury Steak? Saddle up Salisbury Steak. Was? Ausgezeichnete Qualität. Nein. Ah, Babyflasche. Wie kann jemand so kleines nur so viel trinken? Ja, das frage ich mich auch immer wieder, wenn ich die Scheiße sehe. Du weißt doch, dass er nicht einfach wieder gehen wird. Ja, ich befürchte es. Ich befürchte es. Wir kaufen nix! Guten Morgen, ich komme von Vortec. Ah, Vortec? Hm. Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Mhm. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ja, aber das finde ich natürlich. Ich bin froh, dass Sie da sind. Bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Oh, das finde ich aber sehr gut. Ist da denn genügend Platz? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen.
Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Die Vernichtung, oder? Das dauern. Ja, erzählen Sie doch bitte mehr. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Das finde ich sehr interessant. Ich bin interessiert. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Ach du meine Güte, was macht du? Ja, 21 Punkte haben wir. Das ist der Special-Bildschirm. So, ich mache immer gerne Punkte auf Intelligenz. Ganz viele sogar. Weil ich Intelligenz als eine der wichtigsten Sachen ansehe. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredenskünste und verbessert Preise beim Handeln. Den setze ich dann doch mal gerne auf 7. Die Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Würde ich sagen 4, damit man so ein bisschen hat. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Da machen wir mal auch 4. Dann muss ich mal bei den 2 runter machen, damit ich hier ein bisschen mehr habe. Sind das weniger Punkte als sonst? Glück zeigt, wie gut ist das Schicksal, wird dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Auf 3 sollte man schon. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Und Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung, dein 6. Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im Wetz. Da würde ich eher sagen, machen wir das so. Ich finde, das sind gute Werte. Wieso kann ich das nicht annehmen? Ehre. Du musst deinem Charakter einen Namen geben. Ach so. Ja, das ist, verstehe ich. Ja, hallo. Hier ist der Vanva für Sie. Enter vielleicht noch. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Vielen Dank. Danke nochmal. Okay, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Geht der wohl zum nächsten Haus? Oh, das Baby schreit. Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, sich zu beherrschen. Du hast kurz was gehört. Los. Hey, Schatz. Ich bin gleich da. Ja, okay. Aber Cotsworth, auch sie putzen. Hey, Cotsworth. Sir, wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ein Vater muss für seine Jungen da sein. Ja, aber natürlich. Ich gehe doch gern zu meinem Sohn. Sean! Na? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Ah, es ist so süß. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Das klingt so falsch. Fernsehen! Und was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Na, wunderbar. Spielen wir noch... Wir können nicht mehr mit dem Baby spielen. Schatz. Was ist mit Cotsworth los? Wieso ist unsere Tür zu? Grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Oh Gott. Kontakt zu unserem Partner scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Wir müssen los, Nora. Wir müssen zum Vault, sofort. Ich hab schon, geh!
gehen wir. Ja, aber wo ist das Ding? Cotsworth! Wir verabschieden uns. Cotsworth, bis dann, Kumpel. Und Ihre Familie auch, Sir? Sir. Wir müssen gehen. Was würdet ihr tun im Falle einer nuklearen Katastrophe? Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Ort. Wen haben wir denn hier? Nachbar, Nachbar. Hey. Ihr Rock! Gehen wir zum Vault. Hier ist die Tranquility Lane. Vielen Dank, Sir. Ach du Scheiße. Da sind Flugzeuge am Himmel. Oder soll ich sagen, Vertibirds? Was würdet ihr tun im Fall einer Katastrophe? Einer nuklearen Katastrophe? Wie würde man reagieren? Das ist so eine... Ich weiß ja nicht mal, wie es reagiert, wenn man Feuermelder angeht. Aber prepare for the future. Aber er ist Vertreter. Okay, okay. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Wir werden sterben. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Mann. Vielen Dank. Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus einem? Wer ist das? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Wo ist unsere Frau? Nora, wir dürfen niemanden verlieren in der Zeit. Oh Gott, die Vertibirds landen. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Der Eingang zu Vault 111. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Was passiert jetzt? Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Ich hab gerade so einen Schauer beim Rücken. Oh Gott! Krieg bleibt immer gleich. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit. Hoch und dann durch die Tür. Hey, Schatz. Es wird alles gut, oder? Es wird alles gut. Mordcheck Security. Oh. Die Treppe hoch. Aufseher. Entschuldigung. Oh, das ist der Aufseher. Einfach die Treppe hoch. Vielen Dank, vielen Dank. Wen haben wir hier? Miss Whitfield. Hallo. Was ist los? Hallo. Wir brauchen einen Moment für uns. Wir haben eigentlich alles verloren. Unsere Freunde, unsere Kollegen, Verwandte. Was ist mit den meisten Menschen der USA? Der Vereinigten Staaten? Mit den Leuten, die uns nahe standen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ja, alles klar. Da vorne. Nehmen Kann Sie den Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Sir, gehen Sie weiter. Das sind Wissenschaftler, also. Mach Mace Abel das? Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Ein ja, aber natürlich. Anzug. Gehen Sie jetzt durch den Gang. Jeder nimmt sich einen. Ihre brandneuen Voltanzüge. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Wow. Unser Zuhause. Hier gibt es nichts zu sehen. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Ich weiß nicht. Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. DC ist wahrscheinlich schon zerstört. Dass es nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Oh, was haben wir denn hier? Entschuldigung. Das war knapp, was? Ja. Ich war damals dagegen, dass in der Gegend ein Vault gebaut wird. Ha. Entschuldigung. Wir gehören wohl zu den wenigen, die Glück hatten, was? Ja.
Aber Miss Abel ist Abel. Naja. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ach du meine Güte. Entschuldigung. Lassen Sie sich ruhig. Okay, okay. Wir haben es nicht eilig. Dekontaminierungskapsel. Oh Gott. Unsere Zukunft beginnt. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Mhm. Es ist auch was ganz anderes als in Vault 101. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Ich sehe mein Baby und meine Frau. Was sind das für Leute? Was habt ihr mit meiner Frau getan? Und was wollt ihr mit meinem Sohn tun? Ihr Schweine. Nein, was ist hier los? Was ist passiert? Zeitreisen für Anfänger. Ist es etwa wie in Stargate Universe? Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Warum? Warum musste sie sterben? Oh Gott. Warum soll der Vortec das tun? Warum? Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon! Oh Gott! Vielleicht ist er nicht tot. Nein. Ich finde den, der das getan hat. Warum? Dann hole ich schon zurück. Versprochen. Nora. Nein! Ich werde mich rächen. Nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Oh Gott. Was ist nur geschehen? Sie. Die sind alle tot. Alle. Willkommen beim Terminal von Robco Industries. Danke für Ihr Vertrauen in Vortec. Kyro-Anlage. Kühlanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch. Ja, das wissen wir. Kapselinsassenstatus. Kapsel 1. Leer. Kapsel 2. Miss Callahan. Kapsel 3. Mr. Callahan. Kapsel 4. Mr. Abel. Kapsel 5. Miss Abel. Kapsel 6. Nora und Sean. Kleinkind. Kapsel 7. Mr. Vanwa. Kapsel 8, Mr. Wassel. Ja. Nora Vanwa.
Was ist hier nur geschehen? Was habt ihr getan? Warum? Erstmal die Tasse mitnehmen. Ein Voltanzug. Ah, kann ich nicht anziehen. Ich kann taptisch drücken. Alle tot. Alle tot. Hier lebt keiner mehr. Kein einziger. Alle sind gestorben. Jeder einzelne von ihnen. Warum? Warum war Vortex so schrecklich? Was haben wir getan? Da müssen wir hin, da will ich gar nicht hin. Was ist hier hinten? Hier ist eine Schiebetür, die mir zugänglich ist. Ja, Transfer, was? Meine Ehe. Ach so. Ich nehme hier erstmal alles mit, das ich hier in die Hände kriege. Boah, ist die Stimme schrecklich, dieses Vibe. Oh mein Gott, das finde ich eh genial. Eieiei. Man muss nicht mehr in die Sachen reingucken. Also man muss diese Dinger nicht mehr öffnen, um da reinzugucken. Und ein Sicherheitsterminal. Da links habe ich noch ein Stimpack gesehen. Vault 111 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Was? Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Oh, Kacke. Betriebsprotokollhandbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Vault-Tec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, die Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und es eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle in ihren Präservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktion von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Sicherheitspersonal. Sicherheitspatrouillen haben im konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten da folgendermaßen. Nach Anzeichen für Eindringliche suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzungen des Personals schlichten, Durchsetzung der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Vault-Tec-Regeln, Gebäudeverwaltung und Instandsetzung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet. Beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Ja, es ist ja eine interessante Vault. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Uch, nee. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollten keine Entwarnungsnachricht vom Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren, es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Vault-Tec. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Funktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht im Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs.
Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert, um sie zu kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Oh Mann, was für Schweine eigentlich. Und da haben wir noch Aufzeichnungen. Aber vom Samstag, den 23. Oktober 2077. Das wird der Tag am Krieg sein, oder? Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Samstag, der 25. Dezember 2077. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Letzkuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie, etwas zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate. Dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, der 14. März 2078. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor, das spüre ich. 23. April 2078, kurz vor meinem Geburtstag. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch die Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Wir haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Vault-Tec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in sein Büro eingeschlossen. Wir sollen ihnen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder die andere Weise. Genauso hätte ich wahrscheinlich auch reagiert. Ein Stimpack nehmen wir noch mit. Da ist nichts mehr. Wir müssen also wahrscheinlich diesen Fluchttunnel des Aufsehers finden. Irgendwo hier, in dieser Kyro-Vault. Und da hinten ist eine White-Kakerlake! Oh, okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass... Kakerlaken? Was zum Teufel? Ja, das ist eine neue Welt. Eine Nuklear... Uch! Das wollte ich nicht. Drücke 3 oder 0, um einen Fabrikengegenstand zu benutzen. Ich will das auf Q haben, wie in Skyrim. Ja. Bierflasche. Kaffeetasse. Die haben sich also wenigstens noch zusaufen können vorher. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht an deren Stelle. Ein Freizeitterminal. Willkommen beim Terminal von Wapco Industries. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist frei ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie es verantwortungsvoll. Top 10. 1 Wick, 2 Tim, 3 TGM, ist das nicht so eine Marke? Ja, ja, der Rest ist egal. Band abspielen. Ladeholeband, bitte warten. Willst du mich verarschen? Das ist ein Spiel. Okay, wie geht das? Das sieht aus wie, hier, Donkey Kong, oder wie das die... Nein, oder? Das ist nicht dein Ernst. Wow. Das ist ja echt wie,
dieser alten Spiele. Scheiße, Mann. Genial. Absolut mega genial. Das ist das. Naja, Quiet Game, ja, ja. A Quit Game, nicht Quiet. Das ist ja mega genial, dass es sowas gibt. Ein Toaster nehmen wir auch mit. Habe ich immer dabei. Ihr nicht? Ich habe immer einen Toaster dabei. Privat, zu Hause, also. Verstehe ich auch gar nicht, die Leute, die das nicht haben. Guck mal, ein Toaster. Dann kannst du immer, wenn du unterwegs bist und eine Steckdose findest, kannst du dir ein Brot machen. Oder deine Hand reinmachen und dich ein bisschen bräunen. Ist doch super. Ist doch ein Traum. Steh bitte. Oh, das geht hoch. Ich speichere mal. Ist das ungesund wie in... Nein, ist es nicht. Das ist eigentlich schon ziemlich bescheuert. In Fallout, war das ja noch nie... Ich kann das Ding nicht aktivieren. Es ist zu schwer, um getragen zu werden. Naja, fängt ja super an. Stuhl benutzen. Einfach mit Kacke werfen, oder was? Gottes Willen. Ah, Fallout 4. Ich finde es gerade mega genial. Habe ich das schon mal gesagt? Was ist hier passiert? Ja, wo sind alle? Frage ich mich auch. Was ist hier passiert? Und warum ist Fallout 4 so geil? Ist es das Büro des Aufsehers, würde ich jetzt mal behaupten. Ist das alles, was noch übrig ist? Stimpacks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder. Heil verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass du schnell auf sie zugreifen kannst. Jetzt habe ich eine Pistole, ein Aufseherterminal. Ach, das Aufseherterminal, ja klar. Berechtigungsstufe nur für Aufseher. Vault 111, Anweisung für Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Die Vault ist dafür konzipiert, ja, das wissen wir doch. Kyrolator, was für ein Ding. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kyrolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügt sie über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um ein Prototyp zu arbeiten. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Betriebsprotokollhandbuch. Aufnahme von Bewohnern. Ist das nicht dasselbe? Ja. Nett, ist dasselbe. Aufseher-Logbuch. Vorbereitung. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür war wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kyro-Kammern in Frage zu stellen. Systemdefekt. Komischer Vorfall war heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kyro-System hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vortex externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir hier unten eigentlich machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung zu früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, die Vaults überlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden.
Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den Vorräten bekommt. Ich war mit den Reaktionen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Ja, so wie die ganzen Aufseher, ziemlich brutal. Und jetzt öffnen wir den Evakuierungstunnel. Der Personal-Evakuierungstunnel ist jederzeit jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 1 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Es ist soweit. Wir werden Vault 111 gleich verlassen. Nicht in der nächsten Folge? Also, weiß ich nicht. Dich hole ich mir später. Ja, wahrscheinlich sogar. Aber, ja. Irgendwann komme ich hier wahrscheinlich also nochmal rein. Das ist ein Knüller. Was? Ja, aber warum sollte ich? Huah! Huch, mit Kuh! Ach ja, das ist ja jetzt ein... Ja, ja, stimmt. Ach ja, wo waren nochmal meine... Huch! Ich muss ja jetzt nicht meine gute Munition dafür ausgeben, oder? Für so ein paar Wettkakerlaken. Na. Das muss ich mir... Ist denn auf V irgendwas? Naja. Das muss ich mir gerade auf V stellen. Das geht ja gar nicht. Wetz muss auf V gehen. So. Kann ja auch speichern. Das ist ja schrecklich. Es ist schrecklich. Das muss auf V liegen. So, ist das jetzt auf V? Jawoll! Und ich liebe dieses sich bewegende... sich bewegende Wetz. Gibt's denn überhaupt noch mehr? Ich glaube nicht. Hat es jemand nach draußen geschafft? Ich glaube, da war gerade ein Bug, dass eine Kakerlake aus dem Boden kam. Darf passieren. Sowas ist nicht so schlimm, wenn es nicht gerade wie... Bin nur noch ich übrig? Bei Black Ops ist. Ich sehe nichts mehr. Hier war ich schon überall. Achso. Na, wunderbar. Bin also, nur noch ich übrig? Scheint so. Und es ist soweit. Wir nehmen den Pip-Boy wohl an uns. Huch, plötzlich ist der ganze Bildschirm sauber. Hallo! Daumen! Mit Maus 1 wählst du deinen Reiter. Ja, mit der Maustaste ist schon klar. Mit A und D wechselst du die Bereiche. Ach so. Und drücke Tab, um auf den Pip-Boy zu greifen. Ja, das finde ich sehr lobenswert, sagen wir es mal so. Inventar, Waffen, ne? Da habe ich die beiden. Kennst du die? Oh, ich habe zwei Ehringe. Das unterscheidet sich nicht voneinander. Was habe ich noch? Hilfsmittel, diverse Schrott. Es gibt keinen Schrott. Nicht in Fallout. Eine Karte, ein Radio. Automatisches Speichern. Ich muss vielleicht das Modul deaktivieren noch. Ist soweit. Verlasse Vault 111. Ich bin einfach mal still.
würde sagen, es ist soweit. Fallout 4, das Abenteuer, kann beginnen.